Wobei, hier steigt sie. Also irgendwie. Irgendwie ist das merkwürdig. Wir könnten uns mal die Bevölkerungszahlen angucken. Die gehen auch zurück. Na, jetzt hier sind sie wieder gestiegen. Aber ich meine, ich habe wirklich viele Gebäude abgerissen. Also, das ist kein Wunder, dass sie ein bisschen gesunken sind. Aber das geht sogar einigermaßen. Dafür steigen die Besucher. Also, wir hatten im August eigentlich gar keine Touristen. Und jetzt haben wir schon im September 300... Ja, jetzt sogar 420 Touristen. Also es kommen Touristen rein, so kann man es nicht sagen. Der Wohlstand ist immer noch sehr niedrig, der Bevölkerung insgesamt. Und die Shuttlebusse sind, wow, ganz schön überfordert. Wir brauchen mehr Busse. Wir brauchen definitiv mehr Busse. Und ich brauche definitiv mehr Geld. Wir sollten nochmal einen Kredit aufnehmen. So. Das Einkommen der Stunde sinkt dann zwar, aber das ist einfach... Ja, das brauchen wir gerade. So, damit sollten... Die Kosten... damit sollten sollte die Wartezeit dann sinken. Wir müssen Passagiere abweisen, weil wir nicht so viele transportieren könnten. Könnten sie eine weitere Garage bauen? Jawohl. Haben wir jetzt gemacht. Ah, jetzt muss ich wahrscheinlich eins abreißen und nochmal neu hinbauen. Nee, doch nicht. Passt schon. Ist jetzt erfüllt, oder? Ja, wir müssen nochmal eins abreißen. So. Muss ich leider nochmal eins hinbauen, damit es erfüllt ist. Ansonsten kriegen wir das da nie weg. Ist natürlich auch dämlich gemacht. Na, jetzt müsste es aber gehen. Geschlossen, wir brauchen Strom. Was? Wir haben volle Kanne Strom. Was ist mit dir los? Kannst gar keinen Strommangel haben. Hä? Jetzt haben sie wieder Strom. Haben sie Stromausfall gehabt? Das ist ja merkwürdig. Verlassen das Gebäude. Na, herzlichen Glückwunsch. Na, herzlichen Glückwunsch. Vielleicht sollten wir noch ein kleines Solarkraftwerk oder so hinbauen. Ich weiß es nicht. Oder doch noch ein Windkraftwerk. Wenn die nämlich Strom brauchen. Vielleicht reicht das eine einfach nicht aus. Ich weiß es nicht. Ah, das ist schwierig. Das ist schwierig, schwierig, so optimal die Stadt zu planen. Kann man hier irgendwas hinzubauen, dass es keinen Überspannungsschutz hat oder so? Turbinengenerator mit Verbrennmotor. Herkömmlicher Ölgenerator. Oh, ich nehme hier noch so einen Turbinengenerator. Damit haben wir ordentlich Strom. Dann sollten wir, glaube ich, keine Überspannung mehr haben oder so. Keine Stromausfälle. Ah, aus dem einen kommen jetzt auf jeden Fall mehr. Ich meine, wir haben 261,4 Megawatt Überschuss. Das kann gar nicht zu wenig sein jetzt. Ich meine, ich verstehe das sowieso nicht, warum da der Strom fehlen sollte. Das macht überhaupt keinen Sinn. So. Weisen Sie Wohngebiete aus, um mehr Arbeiter zu bekommen. Du, ich habe genügend Wohngebiete, mehr geht nicht. Ich weiß auch nicht, was ich machen kann, um die Dichte zu erhöhen. Da kann ich dir echt nicht helfen. Stehst du? Die Dichte steigt ja. Wir sollten am besten mal vorspulen hier. Wir sind die ganze Zeit so langsam unterwegs. Ist kein Wunder, dass da nichts passiert. Ich glaube sogar, dass die Einwohnerzahl auch wieder steigt, ne? So. Lassen Sie an einem Tag 1000 Sims mit dem Zug fahren. Die Dichte steigt hier auch. Das ist wunderbar. So, ich würde echt ganz gerne so einen
so ein Ding hier bauen. Aber das ist wuchtig. Ich weiß auch nicht, wohin. Wir könnten hier die... Der Müllberg hat mir nicht gefallen. Recyclingproblem? Warum? Warum haben die ein Recyclingproblem? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Recycling, Recycling, Recycling. Kann gar nicht sein. Die haben sogar einen Wertstoffmangel. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. So. Oh, wir haben ganz schön viele Ausgaben pro Stunde. Ah, jetzt steigen sie wieder. Was kostet denn so viel? Die Spezialisierung, die kostet uns gerade mehr, als sie uns bringt. Die meisten Einnahmen haben wir immer noch durch Wohngebiete. Ah, und die kannten wir gerade nach und nach weg. Ich würde ja fast hier das große Gebäude hinbauen. So. Hier sollten wir, glaube ich... Das passt nicht. Das passt noch nicht. So. Nehme ich mal eine Straße. Dann schauen wir mal, ob es jetzt passt. Ich möchte es nämlich ganz gerne ein bisschen weiter im Zentrum haben, weil ich denke, dass ich dadurch auch, oder ich hoffe, dass ich dadurch auch die Dichte erhöhen würde. So, und jetzt brauchen wir im Endeffekt noch einen Kredit. Ja, ja, komm, zahlen wir den ab. Nehmen die 100.000 auf. Und zack. Ja, siehste. Erhöht doch definitiv den Wert der Umgebung, steigert den Grundstückswert und meine Maus ist gerade alle. Ich bin gleich wieder da. Oder ich mache mal hier ganz kurz einen Cut. Ich bin gleich wieder da. So, meine lieben Freunde, da bin ich wieder. Ja, das Leben einer Funkmaus, die musste ich nämlich gerade mal kurz wieder füllen. Ich hoffe, dass jetzt die Dichte auch ein bisschen steigt. Und ich glaube, wir können einfach nur, um mal ein bisschen Platz zu sparen, die Straße dort abreißen. Und jene Straße bauen. Und dann können wir eigentlich auch die Straße hier wegkanten. Ja, und dann weise ich eigentlich den Rest ganz gerne nochmal damit aus. Wunderbar. Jetzt sollten da neue Gebäude entstehen. Vermutlich sogar mit einer etwas größeren Dichte. So, planen wir mal eine Veranstaltung. Maximaler Profit der Veranstaltung 66.000. Kosten der Veranstaltung 30.000. Maximaler Profit 111.000. Sportveranstaltung. Oder ein Rockkonzert. Ne, ich würde sagen, wir fangen klein an und planen mal eine Motocross-Veranstaltung. Wunderbar. Hübsches Wohnsitz. Zu wenig Platz zum Erhöhen der Dichte. Schade drum. Dann brauchen wir dich da auch nicht. So. Die haben wahrscheinlich auch zu wenig Platz. Das ist, glaube ich, sehr ineffektiv. Wir machen das mal... Wir reißen das mal hier ab, damit die Gewerbegebiete mehr Platz haben. Um sich da zu entwickeln, da müsste die Dichte von den Gewerbegebieten da eigentlich größer werden. So. Perfekt. Und dort, ja, ich mache einfach hier so. Der Platz müsste ja reichen.
Ah, hier verschwenden wir eigentlich eine ganze Menge Platz, oder? Wenn ich hier noch so eine Straße durchziehen könnte. Aber ich glaube, hier kann ich nichts an sich mehr ranbauen. Nee. Da ist nicht mehr drinne. Wunderbar. Was bauen Sie hier aus? Ach, die werden wahrscheinlich eine neue Stufe bekommen. Wahrscheinlich ist der Grundstückspreis da gerade gestiegen. Schön. Okay. Die bauen sich hier gerade neu auf. So, eigentlich passt hier doch ganz gut jetzt noch so ein bisschen parkmäßig was hin. Wenn ich hier so ein kleines Plaza nebenhin baue. Und dann hier noch ein bisschen was ranbaue. Nach hinten hin quasi. So. Wunderbar. So, damit sollte der Grundstückspreis eigentlich nochmal ordentlich steigen. Hoffe ich zumindest. Ah, das steigt ja auch schon. Wunderbar. Nur davon irgendwie nicht. Hiervon aber. Okay, also insgesamt läuft das doch hier ganz gut. Vermutlich muss ich demnächst irgendwann nochmal das Handelsdepot irgendwie umräumen, denn das passt mir nicht ganz. So wie es da gerade steht. Ja, wir könnten hier eigentlich. Ich bin am Überlegen, ob wir hier Leute ansiedeln sollten. Am Flughafen. Ja, wir machen es einfach erstmal. Zur Not können wir sie immer noch abreißen. Genauso wie hier können wir eigentlich auch einfach mal welche ansiedeln. Und jetzt machen wir auf einmal Profit. Immerhin. So langsam geht's. Wie schaut's mit den Einwohnern aus? Wir haben gerade wieder welche abgerissen, neue Gebäude. Aber ja, größere Gebäude, bessere Gebäude steigen gerade hier empor. So, hier fehlt ihm ein bisschen die Dichte. Und hier ziehen neue Einwohner hin. Das passt soweit auch. So. Ich glaube, das sollte jetzt ganz gut laufen. Wahrscheinlich bekommen wir dann demnächst auch mehr Plastik und Rohöl und den ganzen Kram. Okay. Aber irgendwie kommen wir gerade nicht auf Einwohner. Die steigen gerade nicht. Und unsere Bilanz ist jetzt auch nicht so der Mega-Burner. Aber sobald wir das Geld zusammen haben, würde ich sagen, zahlen wir auch unsere Kredite dann nach und nach mal ab. Gibt es eigentlich noch irgendwo Straßen, die wir ausbauen können? Ja, hier zum Beispiel. Können wir die Brücke noch ausbauen? Jawohl. Jawohl. Und damit sie schöner wird. Wunderbar. Hier ist, glaube ich, alles. Ne, hier noch nicht. Und hier auch noch nicht. So. Passt. Ich glaube, das gehört zu dem Kraftwerk dazu, oder? Bin mir gerade nicht sicher. Das hier ist auf jeden Fall der Mülltransport. Da brauchen wir die Straßen nicht ausbauen. Okay. Was ist hier? Ah, die werden größer. Glaube ich. Bin mir nicht sicher, aber es sieht so aus, dass sie sich hier gerade vergrößern. Einzimmer-Apartments Treetop. Was haben wir hier? Das Straßenbahndepot stimmt. Ist eigentlich auch ganz gut jetzt vom Verkehr her. Was? Möchten Sie erfahren, wie Sie das regionale Verkehrsaufkommen auf der Autobahn reduzieren können? Jo, machen wir mal. Der Verkehr ist mittlerweile ein echtes Problem auf der Autobahn, die zu Ihnen in die Stadt führt. Aber keine Angst, Sie können dieses Problem mit öffentlichen Transportmitteln lösen. Die Sims müssen nicht unbedingt die Autobahn verwenden, um benachbarte Städte zu erreichen. Sind öffentliche Transportmittel vorhanden, pendeln weniger Sims mit dem Auto zur Arbeit. Klicken Sie hierfür für das Menü der öffentlichen Transportmittel.
Region öffentlich. Die Datenbank der Region können Ihnen zeigen, wie sich der Verkehr auf die öffentlichen Transportmittel der Region verteilt. Sehen wir uns zunächst einmal die Busse an. Busse sind hier ganz unten. Auf dieser Datenkarte sehen Sie, welche Stadtbusse die Arbeiter und Laden